Hallo Freunde, es geht weiter mit dem nächsten Teil von Tainted Grail. So, ich war ja auf der Suche nach diesen Druiden und hatte damit kein Glück. Ich habe mir das letzte Let's Play nochmal angeschaut und habe geguckt, was dieser Goban, ich glaube, das war der, dieser, ja, keine Ahnung, was das nochmal ist hier, ein Obdachloser oder so, namens Goban, was der nochmal wollte von mir. Bezüglich der Höhle, wo sich einer versteckt haben soll, den ich halt Essen bringen soll oder so irgendwas. Und ich habe nochmal geguckt und er hat gesagt, dieser Typ wäre unter der Festung in einer Höhle. Und Festung meint er bestimmt die Burg. Da heißt... Ach, Hopp heißt er, nicht Goban. Hopp. Hopp heißt er. Okay, eine Höhle unter der Festung. Da hinten kann er nicht sein, habe ich schon geschaut. Da müsste irgendwo anders eine Höhle sein in der Nähe. Da müssen wir dann nochmal gucken. Oh, vorbeigesprungen. Gucke ich mir das nochmal an hier mit der... Hier soll ja eine Glocke gewesen sein. Die Glocke genau bezweckt, keine Ahnung. So. Aha. Oh, was haben wir denn hier? Da liegt was. Oh, kaputter Gong, Alter. Vielleicht kann der Schmied das reparieren. Also ich kann es nur nicht reparieren, weil der Gong ist ja kaputt. Münzbeutel. Und stählerner Zahn. Gewährt 5% Lebenshauch und mütterliche Berührung. Zauber zur Regeneration von TP. Okay. Gut. Alles klar. Gut. Gehen wir mal schauen, wo dieser Typ jetzt sitzt. Also, das sieht aus wie eine Höhle. Aber da war keiner. Das ist direkt unter der Festung. Ich gehe da nochmal hin. Ich schaue mir das nochmal an. Aber da war eine Leiche, das weiß ich ganz genau. Da lag einer irgendwie in einer Nische und der war tot. Ansonsten sehe ich hier keine Höhle. Direkt unter der Höhle. Wir müssen nochmal gucken. Wir gehen da mal da entlang. Wenn wir hier nichts mehr finden. Vielleicht ist er dann hier irgendwo in der Höhle. In einer Höhle, so. Da hinten ist die Leiche von dem... Ich glaube, das war ein Wächter. Das war kein Obdachloser. Oder Aussätziger oder was auch immer. Hier ist auch keine Höhle. Jo. Der Typ kann es nicht gewesen sein. Und hier kommt man nicht weiter. Also. Hier kann es auf jeden Fall nicht sein. Würde ich mal da lang gehen. Ich glaube, diese Ecke habe ich noch nicht unter die Lupe genommen. Okay, das ist aber auch keine Höhle. Und hier ist das verlassene Haus, glaube ich. Oder das normale Dorf. Und hier ist keine Höhle. Außer man kann hier irgendwie weitergehen. Das ist das normale Dorf. Also ist... Nee, das kann nicht sein. Er hat gesagt, unter der Festung. Ich kenne sonst keine Festung. Außer vielleicht die Festung von den Banditen, die da ein bisschen kaputt war. Diese Ruine, ja, hier ist nichts, ey. Ich sehe hier keine Höhle.
Ja, ich bin wieder im Dorf. Festung, Festung, Festung. Wir könnten nochmal hier lang gehen. Ich muss jetzt den kompletten Strand absuchen. Hier ist auch keine Höhle. Oder? Nee. Hier ist auch nichts. Hier war ich, glaube ich, auch schon. Da ist irgendwo der Schrein der Allmutter. Ist er hier vielleicht irgendwo? Aber das ist nicht mehr die Festung. Das ist der Leuchtturm. Ich gehe mal hier gucken im Wasser. Vielleicht liegt da noch irgendwas unter Wasser. So ein paar Schätze könnten hier mal liegen für mich. Ah, wer sagt's denn? Nochmal hier. Perfekt. Schätze. Ich will Schätze. Gold, Silber, Juwelen. Magische Artefakte. Okay, das war's schon wieder. Ob er darüber gehen kann. Gehört das auch zum zur Map oder? Nee. Oder? Ich weiß nicht. Vielleicht mal probieren. Alter, ist das tief. Boah, es wird noch tiefer. Nicht, dass das, oh, nee, das sieht mir... Nee, da, nee, ich gehe da nicht weiter. Am Schluss kommt das Seemonster raus oder so. Ich habe auch keinen Bock drauf. Oh, was haben wir denn hier? Ist das vielleicht die Höhle? Vor uns Lagerfeuer. Könnte... Oh ja, da ist kein Feind oben angezeigt. Das heißt, es könnte eventuell dieser Typ sein. Sieht so aus. Trest. Ich glaube, das ist er sogar. Finally! Do you want me to starve to death? Just because I can command the primordial forces of nature doesn't mean I don't need to eat. Oh, ein Druide. You're not Hob. Das wäre ja geil. I promise to answer all of your questions, no matter how annoying or asinine they might be. But first, do you have any food? Ja, klar, viel dabei. Yes, food. That stuff you put in your mouth to make sure your body doesn't wither and die, you know? Franzose. Fish, meat, vegetables, bread. Oh, some bread would be especially nice. But I'll take anything, really. Wie der rosa-rote Panther. Food. Hamburger. So, hier, nimm. Was geben wir ihm denn? Was Leckeres? Was haben wir denn alles hier? Rindfleisch, Schweinefleisch, Wild. Thanks. I'll be forever indebted to you. But don't expect much. The only payment I can offer you is seashells. Or, you know, access to an infinite well of ancient druidic wisdom. Oh, sehr schön.
I'd rather you choose wisdom. I threw out my collection of seashells a few days ago after I stepped on them with my bare feet. Ah, much better. Time for a nap. Oh, except you're still here. Oh, no, don't tell me you still have questions. Ich brauche Hilfe bei der Behandlung einer Krankheit, gegen die der hiesige Physikus machtlos ist. Sehr gut, Alter. Das ist ein Droide. Endlich habe ich ihn gefunden. The mysterious illness, you say? Oh, I think you've caught my attention. Go on. What are the symptoms? Häufiger und schmerzhafter Durchfall. Aua. Eine rote Nase und fleckige gelbliche Haut. Oh, that's it. Oh, let me guess. Your patient drinks alcohol like it's water. Yeah. And when it makes him feel sick, he drinks some more to ease the effects. Yeah. Ugh. How terribly dull. And to think I was hoping for a stimulating afternoon. Should have known better. He needs to stop drinking. There. That's your cure. Ah, okay. Ich bezweifle, dass er einfach mit dem Trinken aufhört. Ich hatte eher auf eine magische Lösung gehofft. Then he will die. There are worse ways to go, I suppose. I know. I've seen them. But it'll take a while, and it won't be pleasant for anyone involved. Off you hop, I have a busy schedule. Vielleicht hätte das mit der Magie, Ja, Koba muss aufhören zu trinken. Toll. Ich brauche deine Hilfe. Oh, nochmal? Do you know? Oh, I'm intrigued. Go on. What appears to be the problem? Habe ich noch ein Problem? Ich habe ein Ritual an... Ah, der kann mir vielleicht auch helfen. Geil. An einem uralten Kromlek durchgeführt und etwas Schlimmes ist passiert. Stimmt, das hat angefangen zu leuchten. And I gather it was supposed to happen? Oh, don't worry, I'm not judging. What you do in your spare time is between you and your conscience. Anyway, please continue. Der Kromlech sieht jetzt völlig albtraumhaft aus. God damned southern druids. I dread to think what they were doing in that place. Don't worry, it's probably nothing a good cleansing can't fix. Er sieht gefährlich aus. Wir könnten ihn nicht so lassen. Wir können ihn nicht so lassen. That seems like your problem. If I help you, oh, what's in it for me? Ja, keine Ahnung. Kannst du mir denn helfen? I guess I could, but what's in it for me? Noch mehr Fleisch. Geben eins Nahrung. Ich könnte dir etwas Schönes zu essen geben. Offenbar ist ein roter Priester an den Hörnern des Südens unterwegs. Ich könnte ja den fragen. Nee, ich mach das hier. Nochmal Rindfleisch oder... Achso, Wild habe ich ihm gegeben, genau. Hundefleisch. Ich gebe ihm diesmal Rindfleisch. Now you're talking. If you don't mind, I'll take my payment up front. Splendid. Meet me at the Kromlech. I will need your assistance with the ritual. Geil. Das wird perfekt. Ey, ist ja geil, Alter. Trust habe ich gebeten. Ja, okay, das machen wir gleich. Erstmal lesen. Aha. Materia Medica, Band 3. Pflanzen für Gesundheit und Magie. Salbei, auch bekannt als die heilige Pflanze. Ah, das muss ich jetzt nicht lesen. Salbei, Beschreibung. Salbei wächst in großen, wuchernden Büschen, die sich oftmals unter dem Gewicht ihrer vielen kleinen, violetten Blüten biegen. Die spitzen, länglichen Blätter sind silbrig-grün und mit vielen kleinen Härchen bedeckt. Sie verströmen einen starken Duft und ihr leicht bitterer Geschmack erinnert an die Erde, aus der sie wachsen. Eigenschaften. Salbei verfügt über zahlreiche medizinische Eigenschaften. Er soll das Gedächtnis stärken und vor geistigem Verfall schützen. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich dachte, der wäre nur gut gegen Schwitzen und so. Seine Blätter sind ein gebräuchliches Mittel gegen Appetitmangel, Ruhe, Hautabzesse, Juckreiz, Blasenprobleme, übermäßige Schläfrigkeit, Erkältung, Krämpfe, Blähungen, Gelenkschmerzen und Lungenkrankheit. Aha. Druiden und die Priesterin der Allmutter verbrennen Salbei und nutzen den Rauch zur rituellen Reinigung. Er vertreibt böse Geister, wehrt Schadenszauber ab und steigert die Fruchtbarkeit der Frau. Außerdem verleiht er Würsten die ganzen Gewürze, gewisse Würze. Wusste ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich nehme es mal mit. So, hat er sonst noch was hier liegen? Man weiß ja nie, ne?
So, jetzt kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Leute. Das ist geil. So. Okay. Dann habe ich zwei Probleme gelöst. Also so gut wie. Ich werde jetzt mal zu dem Kromleck gehen. Jetzt schaue ich nochmal da hinten, was das da ist. Ist das ein Baum? Eine Ruine? Was war denn hier? Aha. Ich glaube, hier war ich schon. Oder? Ah ja, die Hütte kennen wir doch. Und der Schrein der Allmutter muss auch irgendwo sein. Oh, da kommt jemand. Ah, schon wieder hier. Noch einer. Habe ich das nicht geknackt schon letztens? Ah, anscheinend nicht. Okay. Gut für mich. Alles mitnehmen. Wächtermarke. Ich dachte, ich hätte Dinge schon untersucht. Oh oh. Auf Wiedersehen. Du musst ins Wasser gehen. Ist da auch einer drin? Ah, es geht noch weiter dahinter. Okay. Gewand des Dorfheilers. Ein Heiler war das. Aha. Gut. Überfallen worden von diesen Monstern. Der nächste. Aha. Wo geht's hier lang? Scheint es hoch zu gehen. Ja, da oben war ich ja schon an dem runden Ding da. Monster scheinen hier keine zu sein, oder? Nee, da war ich noch gar nicht. Hä? Was ist denn das hier? Doch, der ist nackt. Oder der wurde ausgeraubt und bis auf die Klamotten ausgezogen, aber war ich das? So, wir gehen jetzt zu diesem Kromleck. Was ist denn das da hinten, das Rote nochmal? Ist das Kromleck? Das ist ja der Kromleck. Was ist das da hinten? Sind das wieder Banditen, ne? Ja, sieht so aus. Ja, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich gehe jetzt direkt zu diesem Steinkreis. Hier. Dann schauen wir mal, was wir hier machen können mit dem Druiden. So. Oh oh. Nur einer? So, wie komme ich jetzt nochmal da hoch? Stechapfel sagt mir auch nichts. Was das für eine Pflanze ist, keine Ahnung. Toll. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich hier hochgekommen wäre. Beim ersten Mal. Ich gehe nochmal außen rum. Treppe. Okay.
Gucken wir mal, was er von mir will hier. Vielleicht kommt da irgendwelche Monster. Beneath me, sustaining all life. Air around me, inspiring all life. Fire above me, infusing all life. Water within me, soothing all life. Bring deep peace to this sacred. You? You have no right to be here. Do you really think you can cleanse the great Kromnik with your filthy soul? Pathetic. Who do you think you are? My soul will do just fine, arrogant wretch. You'd know a thing or two about arrogance, wouldn't you, Drest? I see you haven't changed one bit. Oh, die kennen sich. Knowing my name doesn't give you any right to claim familiarity with me. Oh, I know more than just your name. After all, you once called me your little sprout. I was only a child when you left, but I remember you well. I remember the pain and sadness you caused. I even tried writing to you, begging you to come back, hoping it would make everything better. How stupid I was. Iona, is it really you? By the gods, what have you done to yourself? What have I done to myself? This is all your fault. And you, you shouldn't put any faith in this one, unless you want to be stabbed in the back. Das reicht jetzt. Wir sind hier, um diese Stätte zu läutern. Und wenn wir dich dafür loswerden müssen, ja, das mache ich jetzt noch nicht gut, aber das entscheide immer noch ich. Nee, machen wir das hier. It's just what he does. He ruins things. My life, my mother's life, for whom we're all just a means to an end. How did you, of all people, escape the Charred Conclave? Why did it have to be you, you worthless traitor? No matter what you think of me, I will not apologize for surviving. You bloody well should. Boah. He killed my mother. He used her, stole her knowledge, and then made her into a showpiece for him and his druid friends to gossip about. And as if that weren't enough, he brought the Red Priests to our home. That's nonsense. I would never. Nonsense? And how do you think they found us? The druids wanted nothing to do with my mother until you came along. Boah. Hat sie also eigentlich nicht umgebracht. Wer war deine Mutter? Was ist mit dir passiert? Wer war deine Mutter? She was a Bandrui, one of the few women in history who completed the druidic rite of passage. But instead of being celebrated, she was vilified. The other druids detested her for merely existing. She led a very lonely life. Until Drest came along. He was the first one to approach her as a fellow druid, curious about her achievements. Except that was also a damn lie. It wasn't. I swear it wasn't. I just wanted to meet her. Shut up! Stop lying! Sehr kompliziert. Hat sie also nicht umgebracht. Was ist mit dir passiert? I wanted to be like my mother, to stop feeling so helpless. But I failed the ritual. I was too angry, too desperate, and too focused on getting revenge on my so-called stepfather. It quickly overwhelmed me. I ended up like this. Foolish girl. Your mother was exceptional. Just because you're her daughter doesn't mean you could succeed. If only you were there, so I could ask you. But you were not, because you left us. Poh. What difference does it make? My mother was special, and he was a nobody. The bastard pretended to love her, and then just left, discarded us both like we meant nothing. Mother was heartbroken, even more so when she found out that her beloved made a name for himself at her expense. When the priest came, she didn't even put up a fight. Boah, ja, ich habe gar keine Wahl, ihr zu helfen, weil hier steht nämlich, und wenn wir dich dafür loswerden müssen. Das klingt schon so, als drohen wir der Triade, dass wir sie umbringen. Ja, ist das doof. Also egal, was ich mache, scheint immer... Ja, ich müsste wenigstens die Wahl haben, ob ich jemanden leben lasse oder tot sehen will. Sadly, it does. But there's a different way to do it. Ah.
I managed to salvage some of my mother's work about the rite of passage. She believed that a failed ritual could be completed with a human sacrifice. Boah. A life for a life. Don't do this, Iona. It will ruin you. Please, you can't let her. There must be something else that can be done. Oh, so now you care. You can stop pretending dressed. We both know it's not me you're worried about. Boah, ja, das ist wieder Kacke, sag ich jetzt mal. Jetzt muss ich entscheiden zwischen ihm und ihr. Ich meine, er hat mir geholfen und so, aber, boah. Wenn er wirklich das Leben der Mutter auf dem Gewissen hat. Aber die Mutter war doch auch eine Triade, oder? Verstehe das nicht ganz. Ich opfere mein Leben nicht für dich. Ich soll also Trest opfern, damit du dich rächen kannst? Auf gar keinen Fall. Meine Antwort lautet nein und wir haben uns nichts mehr zu sagen. Boah. Damit du dich rächen kannst, auf gar keinen Fall. The only person I want to take revenge on is standing right here. Once he's gone, I'll be satisfied. Toll. Boah, das ist ja doof, Alter. Das ist wahrscheinlich der letzte Druide auf der Insel und soll den jetzt töten. Auf der anderen Seite... Na toll. Ich werde dir nicht helfen, Dress zu töten. Fine, then I'll do it myself. I need these stones drenched with blood. His or yours, it makes no difference. Ich misch mich da jetzt nicht ein. I will be free again. Ich misch mich da jetzt nicht ein. Ach so, ich habe beschlossen, den Druiden zu schützen. Ah, na toll, Alter. Tut mir leid, Kleine. Tut mir sehr leid. Despite everything Iona told you, you still stood by me. Why? Sie war wahnsinnig, ihre Trauer hat ihr den Verstand geraubt. Es war Unrecht von ihr, dir die Schuld zu geben. Es tut mir leid, dass es so enden musste. Was she? Obviously, I can't be blamed for what happened at the Charred Conclave. But I was the one who put her mother in danger. I had a hand in leading the priests straight to their home. Iona couldn't forgive me for that. And I won't forgive myself either. Tja. Oh, but did it have to end like this? I'm sorry, but if you don't mind, I'd like to be left alone now. Vielleicht hätte ich mich wirklich nicht einmischen sollen. Wenigstens ist das Ding jetzt wieder sicher, aber trotzdem, also, ja, tut mir schon leid irgendwie. Ah, dass man... Ja, okay. Warum können die Leute das nicht so programmieren, dass man dann wenigstens Freundschaft schließen kann mit irgendwelchen Wesen? Muss man da immer entscheiden, wen man da töten muss, ey. So. Ich werde nochmal... Boah. Zum versunkenen Dorf gehen. Dem anderen berichten, dass ich den Druiden gefunden habe. Was wäre passiert? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Soll ich nochmal laden? Was passiert, wenn ich der Druidin helfe? Komm, ich lade das nochmal. Das interessiert mich jetzt. Aber dann muss ich den Mensch töten, ja? Dann muss ich den Typ töten. Das ist ja auch scheiße. Aber wenn er wirklich... Ja, der hat die Mutter ja nicht direkt umgebracht. Aber der hat das Herz dieser Frau gebrochen, hat den Tod verursacht, kann man sagen. Wenn auch nicht direkt. Boah, das ist eine schwere Entscheidung, Leute. Ich meine, das ist nur ein Computerspiel, aber trotzdem. Was würde ich in der Realität machen? Keine Ahnung.
Außer da hat es jetzt abgespeichert, wo das schon zu Ende war. Dann kann ich nichts mehr machen. Nicht, dass er jetzt das Falsche geladen hat. Vielleicht muss ich jetzt wieder von ganz von vorne anfangen. Nee, hier sind wir. So, ich mische mich jetzt hier einfach nicht ein. Ich lasse... ich gucke einfach. Jonah und Rest. Ach, die greift mich jetzt auch an. Also wenn die mich jetzt auch töten will. Ich erschlag ihn mal. Nur mal so, just for fun. Ne, sie greift mich immer noch an. Okay. Also klar, wir haben... wir können hier nichts machen. Ich lade das nochmal. Wir können nicht, also wir können nichts mehr machen. Das war zu spät. Wir müssen das anders regeln irgendwie. Ich muss da noch einen Schritt zurückgehen. Dann kann man vielleicht was machen. Ach ja. Kompliziert. Das Ideale wäre natürlich, wenn ich dann in der Zukunft Freunde hätte, wie die Triade oder so, die mir dann ab und zu mal helfen würde, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Deswegen. Und der letzte Druide auf der Insel zu töten, wenn ich dem seine Hilfe nochmal brauche, dann... So, Kromlek, komm, wo sind wir denn hier? Da hoch. Das wäre natürlich auch schlecht. So, jetzt haben wir das ganze Schauspiel nochmal. Earth beneath me, sustaining air, fire, water, bring. You? Did you? You? I repulse. I. You? So, okay. Das reicht jetzt. Wir sind hier, um diese Städte zu läutern. It's just what he does. He ruined. So, woher kennst du Triss? He can't. Er hat nicht umgebracht. What difference does it make? My mother was the bad mother when the priest. She was a bandru. She. I just. But. Sadly, I managed. Don't. Please. You can't let her. There must be something else that can be done. Oh, so now you care. You can stop pretending dressed. We both know it's not me you're worried about. Boah. You catch on quickly, don't you? Yes, I want justice for me and for my mother. I want him to pay for his crimes. His measly life for mine. The life that he put in danger in the first place. It's a fair trade, isn't it? Boah. Tja, keine Ahnung. Also ich wollte ja mal gucken, was passiert, wenn ich das da auswähle. I knew you'd understand. I hope you do too, Drest. This life is the least you owe me. Was, der ist schon tot? Der ist einfach umgefallen. Okay. I feel odd. Like I've lost something. When I was in the Kromlek, everything around me was so vivid. But now it's... gone. Muted. I'm not sure what I feel anymore. I've become what I always wanted to be. I'd like to continue my mother's work, but I can't, can I?
Not unless I'm willing to be hunted and vilified. Mostly I feel hollow and more alone than ever before. Tja, und jetzt? I'm not sure. I'll stay here for a while. Take care of Drest's remains. Okay. I'll never forgive him for what he did. Still, I can't just leave him here to rot. He was important to my mother. To me too. Before he chose to ruin everything. It did. See? I can heal you now. Just like my mother could. She had a gift for the healing arts. I hate to admit it, but it was Drest who encouraged her to continue her studies. She hadn't been, well, before he showed up in our lives. No! No, of course not. He deserved it for taking advantage of my mother, for betraying our trust. It's just that he did make her happy, at least for a little while. There was a time when I used to hope he'd come back one day. I thought he cared about us, at least a little. Did he even know what happened to my mother? What happened to me? Well, it doesn't matter anymore. It should be, but I'll make sure all the traces of darkness are gone. It wasn't just me, you know. The ground here was steeped in vile energies. They must have resonated with my anger when I tried to complete the rite. That might even be one of the reasons I failed. Well, thank you for helping me complete it. I'm glad to hear that. I promise I won't waste the chance you gave me. Farewell. Okay, das war's, Leute. Was? Wo ist sein Körper? Da hat doch irgendwie ein Amulett gehabt vom Druiden. Oh, jetzt ist das weg. Ist ja doof, Alter. Oh, ich wollte den noch ausnehmen. Oh. Soll ich das jetzt nochmal laden? Wir haben schon fast 40 Minuten, ey. Verdammt. Oh, das nervt mich jetzt. Nochmal. Ich will unbedingt denen seine Sachen mitnehmen, bevor die den Körper einfach mitnimmt. Das Amulett des Druiden. Wer weiß, wozu ich das nochmal brauche, ja. Nochmal. Und dann müssen wir zu dem Heiler gehen. Boah, wir haben schon wieder über eine halbe Stunde, Leute. Also ich denke mal, das war die bessere Option, den, also der Triade da zu helfen. Auf der anderen Seite, was ist, wenn ich den Rat nochmal brauche von einem Druiden und der ist dann tot? Hoffentlich bereue ich das nicht. Hoffentlich bereue ich das nicht. Ah, das war's schon. Oh. Nee. Verdammt. So, wo bin ich jetzt hier? Ladebildschirme sind halt immer extrem lang hier. Jetzt greift er mich schon wieder an. Boah, Leute, da stimmt was nicht. Keine Ahnung. Ich muss noch einen Schritt zurückgehen. Ja, das nervt mich jetzt. Naja, wir wissen jetzt, was wir zu tun haben und dann... werde ich mich beeilen hier.
Wie gesagt, vielleicht treffe ich die nochmal, aber das glaube ich nicht. Und ich denke mal, der Druide wäre auch verschwunden. Da hat er gesagt, er will ja in Ruhe gelassen werden dann. Und wer weiß, dann hätte ich wahrscheinlich im ganzen Spiel auch nicht mehr gefunden. So, wie komme ich jetzt? Achso, jetzt bin ich wieder hier. Okay, gut. Crumlack hier. Zack. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Beneath me. You? Nochmal. Zack, 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 zack. It's just. Wo kommst du? Wer war deine Mutter? Was mit dir passiert? What? So. You catch on quick. Du hast recht. Er soll für den Verrat bezahlen. Bla bla bla. Oh, jetzt ist er tot. Gut. Talisman. Alles andere brauchen wir nicht. So. I feel it just I not he just I not I'm it was I'm so, das war's schon. Okay, das ging ja schnell. Jetzt muss ich nochmal, wie gesagt, darunter. Schnellreise zum versunkenen Dorf. Gucken, ob der andere noch da steht. Bericht erstatten. Nicht, dass der jetzt böse auf mich ist. Ah, okay, das war's schon. Der will nicht mit mir reden. Gut. Die Hilfe habe ich ja schon bekommen. So, jetzt gehen wir nochmal auf die Burg. So, der Heiler scheint hier drin zu sein, wieder zu pennen. Ja, okay. Dann geben wir da oben noch die Marken ab beim Quartiermeister. Ah, der Lehrling noch. Okay, das machen wir aber nächstes Mal. So, habe ich noch eine Marke? Nee, gut. Alles klar, Leute. Ich verabschiede mich dann. Jetzt, im nächsten Teil werden wir dann nochmal mit dem Heiler sprechen. Nochmal wegen dem Goldschmied den Quartiermeister ansprechen und dann schauen wir, was wir da noch erledigen können. Jo, dann bis zum nächsten Teil. Bye, bye.